Du willst keine Stories mehr verpassen? Dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Vorne ran, Kevin! Komm nochmal schnell, Felde! Komm nochmal schnell, Felde! Kommt gut! Vom Tor! Ah, hinten! Ja! Ja! Ihr seid richtige Schlüpfer, ganz Tag bei Wilke in den Arsch. Der muss erstmal wieder richtig eingestellt werden mit Tabletten, Junge. Das geht gar nicht mehr so. Und wir sind immer schuld. Immer. Ich habe eigentlich Urlaub und ich sitze hier schon wieder zu viel. Wer hat die Tore zusammengebaut gestern? Ja, und warum liegt der Müll da noch? Udo, aber warum lobst du die nicht mal, dass sie deine Arbeit gemacht haben? Ja, wieder meine Arbeit. Ja, du bist doch der Platzwart. Timo, nun lass uns beide mal ehrlich sein, bitte ehrlich, ohne dass jetzt der Zuschauer das mitkriegt oder was. Was hat Harald gesagt? Ich mach die Tore fertig. Bitte Schrauben vernünftig. Fertig zusammenbauen. Ja. Nicht einbuddeln. Aber ich konnte doch gestern nicht, ich war doch beim Arzt. Und was hat er gemacht? Spritze gegeben. Anderen Ball, schneller! Was sagst du, Stefan? So was hast du bei der Jugendarbeit von Real Madrid noch nie erlebt, oder? So viel Fachkompetenz, Leistung. Die Zuschauer noch nicht. Muss ich richtig ein Volksfest dabei? Ja, das ist beim Training immer so. Immer so, 30, 40, 50 Leute. Ich bin schwer begeistert. Ich meine, sie rauchen aber alle, ne? Ja. Und wir müssen noch mit Basics arbeiten. Gelb! Jetzt läuft's, die laufen richtig viel. Bringt Spaß. Und ich glaube, es bringt ihnen auch Spaß. Komm hin! Nochmal! Alle ist auf vier! Hamzas Onkel, Stefan. Ja, gut. Hey, wieder! Hey! Vier klar und die vier sind als neutrale Anspieler, wenn es geht, mit zwei Kontakten, ein Notkontakt geben. Wenn ihr schlecht angespielt werdet, dass ihr den Ball einmal flach macht, dass ihr kontrolliert spielt. Drin spielen wir auch mit zwei Kontakten, am Anfang mit Notkontakt. Aber trotzdem achtet auf den ersten Kontakt, dass ihr gleich nach vorne den mitnimmt, im freien Raum mitnimmt, den Ball. Und jetzt kommt es euch drauf an, redet, lasst klatschen. Schau mich mal an, und der erste Mann. Das Typische ist, der Reflex ist Klatsch. Klatsch, ja. Und jetzt, geh mal her, du sagst Klatsch. Klatsch. Spielst du eine andere Option? Klatsch. Wir spielen immer zu gleichen. Dabei, wenn du das Spiel gleich siehst, wo wir in Dreiecksbildung und Diamantenbildung sind, sind am besten. Wenn wir dann über einen zweiten, eine zweite Option spielen, zum am dritten klatschen lassen, wird das Spiel richtig schnell. Und da habt ihr noch viel Neutrale. Ich spiele ihn sofort weiter zum Neutralen, der spielt in die Mitte, kaum hat gespielt. Okay, geh. Hoppas! Gut draußen! Emre, da war Klatsch angesagt. Du sagst so. Ja. Dann wäre das Ding schneller gewesen. Gut! Blau raus, gelb rein! Aber es ist ja auch kein Prozess. Schnell wieder rein. Stopp mal kurz! Ihr habt gesehen, dass er eine Bedrohung war und ihr habt kein Kommando oder ein Angebot gemacht. Es war nicht, andere würden sagen, es ist sein Fehlpass, ich sage, es ist euer Fehlpass. Ja? Ihr habt keine Angebote gemacht gerade. Ihr habt ihn tot gespielt. Da sofort sagen, oh verdammt, ich bin hier. Ich laufe in die Lücke rein, ins Dreieck. Immer eine Restsicherung haben, im Rückraum. Immer eine Anschiebe. Aber hast du da gesehen? Er hat es genau gemacht. Er hat gespielt und ist sofort hier weitergegangen. Das war genau das, was den vielen anderen fehlt. Der Pass war da nicht optimal,
Aber er hat es halt gemacht. Er hat den Pass gespielt und ist direkt weitergelaufen in den freien Raum für den perfekten Doppel. Warte. Mal Notkontakt. Dann hast du eigentlich eine Abschlusschance oder so. Das kannst du jetzt natürlich dadurch, dass zwei Leute hinterm Tor sind, gut spielen. Spielst einen langen Ball auf den hinterm Tor, musst nachrücken, der lässt klatschen, dann hast du den Abschluss. Das, was du gemeint hast, mit zwei großen, die Bälle festmachen, musst du so ein Spiel ja auch mal spielen. Ein langen Ball, der macht ihn fest, legt ihn ab und dann kommen die nachgerückt. Gucken wir mal, wie das jetzt klappt. Wenn du den Ball dahin spielst, braucht er nur in der Mitte zu Jeffrey spielen, er ist völlig frei. Den Pass nach da, hinter deinem Tor, den brauchst du nicht spielen. Den kannst du zum Torwart spielen. Und die waren gerade drei Leute rechts. Aber den Pass, er sagt sogar noch. Na, da sind die frei, du dahin, Jeffrey war in der Mitte frei, er legt ein fair Tor, ganz sicheres Tor. Da müsst ihr euch darauf konzentrieren, dass ihr die Leute einbindet. Prämisse. Weiter. Man muss nicht Konditionen speziell trainieren, gerade bei wenigsten Trainingseinheiten. Und ab der vierten Trainingseinheit macht das Sinn. In der Vorbereitungsphase mag es Sinn machen. Ansonsten muss es komplex bleiben. Ich sehe da keinen Sinn, was anderes zu machen, wenn man nur zwei, dreimal die Woche trainiert. Worauf stützt du die Erfahrung? Ich habe es mal studiert. Es geht beim Training um Reize, Reizsetzung, Intensität, Dichte, Dauer, Umfang und Häufigkeit von Reizen. Wie setze ich die Reize? Und beim Konditionstraining muss ich zum Beispiel die Schnelligkeit trainieren, Pausen einhalten, in den Intervallen, in den Serien und schon ist so gerade. Folgt und abonniert Wilke seine anderen Social-Media-Kanäle.